Und dann ist auch schon Silvester und dann ist das Jahr auch schon wieder vorbei. Und 2017, meine Damen und Herren, war das ein Jahr? War das ein Jahr? Ich denke schon. Und da es die letzte Sendung ist in diesem Jahr, möchten wir 2017 gerne noch einmal Paroli laufen lassen, wie es Horst Rubesch so schön sagte damals. Und wir möchten gern, die allergrößten Nervensägen, also die einschlägigsten Volltrottel, die kapitalsten Schmierlappen, ja, die uns in ihrer überbordenden Arschgeigenhaftigkeit im Jahr 2017 auf den kollektiven Senkel gegangen sind, die möchten wir gerne auszeichnen. Und zwar mit dem Goldenen Haufen 2017. Eine sehr beliebte Trophäe. Und es gibt sehr viele Anwärter für diesen Preis. Ja, viele haben sich beworben in Wort und Werk. Hier ein kleiner Überblick über diejenigen, die ganz nah dran waren, es aber leider nicht aufs Siegertreppchen geschafft haben. Der Goldene Haufen 2017. Unzählige haben sich beworben und haben wirklich alles gegeben, nur um diese heiß begehrte Auszeichnung zu erhalten. Zum Beispiel Recep Supertyp Erdogan. Der Mann hat für uns seine Karriere als anatolischer Rodeo-Cowboy an den Nagel gehängt, hat umgeschult auf Mickey Maus-Synchronisator. Und als er merkte, dass auch das nicht reichen würde, ist er kurzerhand Winke-Winke-Diktator geworden und hat einfach so Zehntausende verhaften lassen. Sorry, Herr Yücel, der Goldene Haufen geht vor. Was für ein Einsatz! Auch Martin Schulz, der 100% Würselen-Jesus. Hallo? Der Mann war Ronaldo vom SV Renania 05 Würselen. Aber dann hat sich Captain Würselen entschieden, für den Goldenen Haufen anzutreten und Angela Merkel vom Thron zu schubsen. Was für eine irre Idee! Finde ich toll. Sankt Martin, genial! Deshalb ziehe ich es jetzt aus, damit ihr seht, wie ich schwitze. Nee, lass mal lieber. Und auch die Jamaika-Sedierten wollten unseren Preis gewinnen. Was haben sich die vier Floskelfritzen wundgelaufen und bekloppte Witze rausgehauen? Ich wurde auch gerade schon angesprochen von einem Delegationsmitglied, ob ich ihnen einen Joint geben könnte. Selbst Olaf Scholz, die pupsfidele Partykanone, hat für den Goldenen Haufen ein Feuerwerk der Bumsideen gezündet. Den G20 nach Hamburg zu holen, war schon bekloppt. Aber dann auch noch behaupten, es gab überhaupt keine Polizeigewalt. Donnerwetter, Scholzi-Maus! Sogar Alice Weidel hat für uns nur so getan, als würde sie wütend das Studio verlassen. Dabei musste die Arme eigentlich nur dringend auf den Pott. Ja, sie alle haben sich für den Goldenen Haufen 2017 krumm gelegt. Und doch hat es am Ende leider nicht für die Kack 3 gereicht. Schade, Leute. Und ach ja, danke für nichts. Danke, Henning Nasse, für diesen Überblick. Und jetzt wird es wirklich spannend. Jetzt wird es richtig spannend. Wir kommen zu den Preisträgern und beginnen mit Platz Nummer 3. Der Bronzene Haufen 2017. Liebe Zuschauer, Sie kennen das. Auf jedem Kindergeburtstag gibt es den einen blöden Kevin, der die ganze Zeit nervt. Die anderen vertragen sich, spielen Topfschlagen. Er will sich einen Furz anzünden. Ja? Diese Rolle hat in Deutschland natürlich die CSU. Darauf ist sie abonniert und deswegen bekommt sie verdientermaßen den Bronzenen Haufen. Darauf sollte sie sogleich mit einer Maß Glyphosat anstoßen, wenn Sie mich fragen. Ja, hier diese Recken, Markus Söder, Alexander Dobrindt, Horst Seehofer, Christian Schmidt und der eine Typ im Entwicklungshilfeministerium, den sich keiner merken kann. Sie haben wirklich alles gegeben. Die Bilanz ist beeindruckend, vielleicht nur die ein oder andere Einzelleistung jetzt mal, die wir einfach mal hervorheben unter vielen, vielen großartigen Leistungen. Die Autobahnmaut ist und bleibt das erfolgreichste deutsche Verkehrsprojekt seit dem Transrapid. Die elende Diskussion um Obergrenzen, um festgeschraubte oder variable Deckel, die uns vor allem eins gezeigt hat, unterm Deckel herrscht ganz schön Sauerstoffmangel. Und dass die CSU trotz ihrer Flüchtlingspolitik immer noch als christliche Partei gilt, das ist doch wirklich großartig. Und es ist kein Widerspruch, denn es heißt ja schließlich Nächstenliebe. Ja? Nächstenliebe. Das ist Christen, das heißt Nächstenliebe und nicht 3000 Kilometer entfernt irgendwo im Mittleren Osten Liebe. Wenn das jemand verbockt hat, dann Jesus und nicht die CSU. Deswegen, meine Damen und Herren, hat es für Platz 3 gereicht. Leider nicht für mehr, aber immerhin Platz 3 und wir können uns schon lebhaft vorstellen, wie sich Seehofer und Söder um diesen Preis kloppen. Herzlichen Glückwunsch
CSU. Und es geht weiter mit Platz Nummer 2. Der Silberne Haufen 2017. Und er geht völlig verdient an Christian Lindner. Der Prinz von Bel-Air von der FDP ist definitiv kein Mann für eine Nacht. Das hat auch Angela Merkel feststellen dürfen. Nein, er ist der Mann für 31 Nächte. Keiner hat es in diesem Jahr so gut verstanden wie Christian Lindner, dass Politik mehr ist als Inhalte. Es kommt auf die Verpackung an. Was drin ist, völlig egal. Verantwortung übernehmen, am Arsch. Schöne Klappe, nichts dahinter. Der kometenhafte Aufstieg des Christian Lindner begann mit 18 Jahren, als die FDP ihm beigetreten ist. Das Thema Digitalisierung ist dem ehemaligen Geheimratseckenträger eine Herzensangelegenheit. In der Welt der Nullen und Einsen fühlt er sich so richtig wohl. Nullen kennt er aus seiner Partei. Und einmal wäre er fast an einer Bundesregierung beteiligt gewesen, aber eben nur fast. Ein hochverdienter zweiter Platz und ein wirklich passender silberner Haufen für Christian Lindner. In dem Goldenen könnte er sich auch nicht so gut spiegeln. Herzlichen Glückwunsch, Christian Lindner. Und ja. Wir kommen natürlich zu Platz Nummer 1. Der Goldene Haufen 2017. Und ihn erhält völlig zu Recht Donald Trump. Natürlich. Sein ganzes Leben ein Goldener Haufen. Trump ist die Personifizierung des Goldenen Haufens. Seine Reden, seine Pläne, seine Immobilien, seine Entscheidungen, sein Kabinett, sein Gegrapsche, seine Diplomatie. Was Donald Trump auch anfasst, es wird garantiert so richtig Scheiße. Er ist die Föhnfrisur des Schreckens. Er ist Ekel Alfred mit dem Atomkoffer. Und so ist es kein Wunder, dass uns niemand in diesem Jahr so sehr überzeugen konnte wie Trump. Ein verdienter Gewinner des Goldenen Haufens 2017 und schon jetzt ein klarer Favorit für den Goldenen Haufen 2018, 2019 und 2020. Herzlichen Glückwunsch, Donald Trump. Und sollte er, meine Damen und Herren, sollte er wieder erwarten, tatsächlich eines Tages doch noch zurücktreten, bekommt er von uns einen Haufen aus Platin, besetzt mit Diamanten, finanziert von Ihren Gebührengeldern, versprochen.